Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Infected, die Abenteuer von Sir Mappy, die leider tatsächlich ein bisschen langweilig sind, jedenfalls zur Zeit, was ich aber nicht schlimm finde, denn es gibt so viel zu tun. Und unter anderem habe ich ja in der letzten Folge den Ofen aufgebaut. Da fehlen noch ein paar Ziegel, Eisenbarren natürlich auch, die sind auch noch feucht. Und jetzt muss ich mal gerade schauen, wir haben kurz vor 7 am Abend im Oktober. Das heißt, ich werde mir mal kurz eine Hose basteln. Da muss ich mal überlegen. Ich habe vergessen, wie viel wir dafür brauchen. Können wir ja mal kurz. So, dann haben wir nämlich. Nee, das ist die falsche. Die brauchen wir. Die Schneehose. 20 Pflanzenfasern und 12 Federn. Okay. Das ist machbar. Das heißt, die halbieren wir erstmal. Ja, ich weiß, es gibt auch einen Trick irgendwie. Nee, das war's. So, und 12. So, dann haben wir die nämlich schon mal an. Denn es wird jetzt immer kälter und ich muss unbedingt am nächsten Tag Fische fangen. Also wir brauchen Vorräte für den Winter. Der kleine Packesel ist ja hier schon zusammengestellt und ich wollte eigentlich mal ausprobieren, ob man nicht auch langsam mal eine dritte Kiste hier aufstellen kann. Nee, aber es geht leider nicht. Schade auch. Ja gut, Bretter haben wir schon vorbereitet und ich überlege mal kurz, was macht das Gewächshaus? Eigentlich könnte ich hier auch tatsächlich ein anderes Dach hinbauen. Aber. Nee, ich lasse das diesen Winter. Vier Bretter brauchen wir noch und einen Holzscheit. Und das ist alles nämlich schon gewachsen. Das ist gar nicht so schlecht. Auch sogar schon die Zwiebel. Das heißt, wie Grad haben wir denn? Ich kann gar nicht sehen. 14 Grad. Also am nächsten Tag werde ich mal den Ofen anzünden. Dann nehme ich mal hier eins mit. Vier, so. Ja. Doch, muss ich mitnehmen. Oder will ich noch mal? Ah, was machen denn die Werte? Die Werte sind echt im Keller. Warte mal, die schmeiße ich mal hin. Dann packe ich mal die Bretter hier rein. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Haben wir den Zubereitungstisch schon fertig? Ja, den haben wir doch schon fertig. Das heißt, ich könnte eigentlich noch mal Melone ernten. Ja, Wasser hinzufügen wird jetzt nichts. Dann müssen wir warten, bis es regnet. Nehme ich schon mal die Ausdauer ein bisschen hochpowern. Ach, die Konserven habe ich draußen stehen. So. Zwei? Jetzt habe ich natürlich nur eine Wassermelone. Das ist ja mal schade. So, warte mal, ich mache mal nach unten. Ernten. Kann man auf jeden Fall schon mal ein bisschen Ausdauer hochpushen. Und natürlich auch was mitnehmen. Was nicht so schnell verdirbt. Naja, ich habe schon wieder Gehirntriesel. Und zwar fehlt Trinken. So, wenn ich jetzt noch eine Melone bekommen könnte, wäre das echt gut. Und Regen natürlich. Dann würde ich das nämlich hier noch alles mal nass werden lassen. Und danach könnte man. Nehme ich mal mit die Federn. Dann könnte ich nämlich das Dach drauf machen und einfach mal den Ofen am nächsten Tag anmachen. Da kommt dann Kohle rein, beziehungsweise Kohle ist schon drin. Ah, guck mal, wir könnten uns eigentlich hier jetzt die Vitamindose machen. Ich gehe mal in die andere Richtung. Vielleicht finde ich hier noch. Ah, das Wetter wird schlecht. Das ist sehr gut. So, hier haben wir noch ein Mais. Hier haben wir noch eine Gurke. Ach, herrje.
Warte mal, was habe ich denn jetzt hier alles? Boah, alles voll. Stimmt, ich habe ja hier auch noch die Zwiebel. Jetzt hätte ich aber gerne eine Melone. Aber es findet sich keine Melone hier in der Nähe. Ist ja klar, wenn man eine Melone braucht, findet man keine. Ja, es fängt an zu regnen. Finde ich sehr gut. Dann kann alles nochmal ordentlich nass werden. Ich baue dann das Dach drauf. Es wird nämlich kälter. Ich möchte auch nicht, dass mir alles eingeht. Das wäre echt ärgerlich. Zumal ich, glaube ich, auch nicht genug Saat habe. Muss noch mal gucken. Ach, warte mal, wenn ich nicht genug Saat habe, kann ich das doch einfach alles mal mitnehmen. Nochmal Kartoffel. Ach. Die auch noch mitnehmen? Nee. So, dann esse ich doch mal. Was esse ich denn? Vier. Ah, die Flasche könnte eigentlich auch langsam weg. Den Fruchtsalat hebe ich mir auf. Gurke. Ja, komm, ich esse eine Gurke. Ich mache jetzt eh nicht viermal Gemüsesalat. Nee, nicht zerstören. So, und jetzt, wo ich so voll bin, wette ich mit euch, bekomme ich noch eine Wassermelone. Nee, aber da war schon mal eine Gurke und keine Wassermelone. Bleib stehen. Muss ich da auch noch hinterher. Ich hoffe, der fällt bald um. Ich muss nämlich erstmal die Klamotten wegbringen. Ja, er fällt um. Okay, ich bring mal schnell das Essen weg. Und dann kann ich nämlich das Fleisch ernten. Das ist sehr gut. Naja, habe ich nicht gesagt, hier ist eine Melone. So, schnell mal rüberpacken. So, ich hoffe, der Hirsch liegt da gleich noch. Ja, er liegt noch. Schneller. Hätte auch gerne mein Pfeil wieder. Das hat schon mal gut geklappt. Fett kann aber weg. Und der Knochen kann auch weg. Den brauche ich nicht. Das Leder hebe ich aber auf. Daraus kann man nämlich schöne, naja, oder nicht ganz so schöne Möbel bauen. So, die Gurke nehme ich auch noch mit. Dann haben wir zumindest genug Gurkensaat. Und hier ist noch eine Zwiebel. Oh Mann. Die hält auch nicht so lange, glaube ich. Wenn ich jetzt noch einen Fisch hätte, wäre das echt cool. So, das ist voll. Das ist auch voll. Das heißt, mein Baumstamm, der liegt hier. So, damit mache ich das Ganze erstmal zu. Wir haben 12 Grad. Naja, ich weiß es nicht so genau. Nee, ich glaube, das reicht noch. Pokern. Ich poker jetzt einfach. So, dann mache ich die mal hier rein. Von irgendwas fehlte mir nämlich noch was. Ich glaube, es war Maissaat, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Das Problem ist natürlich jetzt, ich kann mir. Ich könnte mir eigentlich. Diesen trocken. Moment, ich könnte mir doch diese Packs eigentlich schon basteln. Dafür brauche ich doch gar nicht den Ofen, aber ich brauche Fisch. Oh, und das ist nur eine halbe Stunde haltbar. Nee, das wird nichts. Okay, den werde ich mal aufhängen. Schade. So, die esse ich am nächsten Tag. Das heißt, ich hole mir jetzt erstmal noch die anderen Dosen.
So. Brauche ich die eigentlich? Nee, brauche ich doch nicht. Hier habe ich auch noch Fisch. Die mache ich mal hier rein. So. Boah, scheppert aber ordentlich. Ich muss auch gleich noch mal gucken mit dem Wasser. So, Kartoffel. Die Kartoffeln halten ja echt lange. Und der hält. Ja, der hält auch länger. Und nee, keine Zwiebel, sondern die hier. Ja, das ist ja mal klasse. So, habe ich hier Wasser drin, sauberes. Naja, 97, die hole ich mal. Nee, die hole ich mal nicht raus. Das mache ich mal so. Und dann hole ich das so raus. Dann nehmen wir das hier. Dann kann ich hier nämlich nochmal Wasser abkochen. Und kann man eigentlich auch Zwiebeln? Nee. Gebackene Zwiebeln, wer kennt's nicht? Ja, das ist ja mega, dass das länger hält. Bin ja ganz begeistert. Die Saat, die kriegt dann irgendwann nochmal eine eigene Kiste. Dann packen wir die doch erstmal rüber. Einen behalte ich. Und die Zwiebel, eine kann auch rüber. Die muss ich dann mal essen. Wie es so ist, zum Frühstück natürlich. Wo habe ich jetzt noch irgendwas? Nee, Steine, die können noch weg. Und hier kann ich erstmal Wasser kochen. Ja, ein gemütliches Feuerchen am Abend. Finde ich immer schön. So, hier können wir dann wieder ein Eisenbarren haben. So, wie spät haben wir es denn jetzt? 11 Uhr, das heißt, ab ins Bett. Habe ich jetzt auch alles? Nee, ich könnte eigentlich noch mal schnell. Nee, könnte ich nicht, ich habe kein Lehm. Okay, da warten wir noch drauf. Ich brauche eh den Eisen oder die Eisenbarren. Wir brauchen viele Eisenbarren. Gut, dann geht es jetzt erstmal schnell ins Bett. Die Werte gehen natürlich alle extrem runter. Ich könnte eigentlich auch so ein Pack nehmen, aber solange das nicht notwendig ist, mache ich das auch nicht. So, es ist kurz vor 6. Das heißt, aufstehen ist angesagt. Hier mal schon mal sauberes Wasser. Und dann nehme ich. Packe ich hier nochmal sauberes Wasser rein. So, dann essen wir mal die Zwiebel. Rohprotein haben wir gar nicht mehr. Gurke. Wir brauchen auch Fette. Das. Huch. Das heißt, ich habe noch zweimal getrockneten Fisch. Das ist echt nicht doll, aber wir werden uns ja jetzt gleich Fisch besorgen und dann essen wir hier von erstmal eins. Und das reicht alles noch gar nicht. Dann essen wir den noch. Dann haben wir gleich schon mal einen Punkt für die Ausdauer dazu bekommen. Fette. Das heißt Kartoffeln noch. Ja, ist man nicht doll. Boah, ich jetzt alle auf, es ist auch blöd, ne? Schwierig. So, das Wasser nehme ich noch mal mit, obwohl wir jetzt nicht ewig lange unterwegs sein werden. So, habe ich jetzt alles eingesteckt? Ich habe eine Steinaxt, Spitzhacke, Bogen und den Steinspeer. Den kann ich eigentlich in eine Tonne kloppen, denn er ist schon fast am Ende. Packe ich mir mal. Packe ich mir doch mal den Speer ein. Ich glaube, der hatte noch ein bisschen. So, weg mit dir. Dann kommst du mit. Jawohl. Sehr schön.
Stöcker packe ich noch mal kurz weg. War jetzt nicht doll. So, habe ich da gerade ein Schwein eigentlich gehört? Könnte sein. Spitzhacke, was machten die? Die ist noch voll. Steinaxt brauche ich, glaube ich, erstmal nicht. Bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall brauchen wir die Spitzhacke. Die sind leer. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal ganz schnell Fisch besorgen. Und ich möchte am Kobalt vorbei. Jetzt weiß ich nicht, wo das ist. Ob das hier ist oder hier ist. Jetzt ist die Frage. Das ist Aluminium. Wir könnten hier natürlich auch Fisch holen. Da müssen wir nicht unbedingt den Umweg hier machen. Vielleicht mache ich das auch. Ich glaube, ich gehe erstmal hier runter. Ach, da oben ist das Schwein. Ah ja. Na, komm schon. Können wir gleich mal essen. So, dann gehen wir hier am Meer lang. Nein, jetzt ist hier eine... Ich hab's doch gesagt. Wenn man es nicht mehr braucht, dann bekommt man die Dinger. Na toll, jetzt kommt ihr alle raus, wo ich keine Zeit habe hier. So, wir gehen hier lang. Hier möchte ich irgendwann, glaube ich, eine Brücke bauen. Ein Riesenteil. Dass man hier nämlich den Umweg nicht laufen muss. Weil so schlimm ist es eigentlich auch nicht, aber... Na, wenn man sich die Wege ein bisschen ersparen kann, ist ja auch nicht schlecht. Und vielleicht könnte ich auch nochmal Lehm mitnehmen. Zwei Stück bräuchten wir. Da ist schon wieder eine Zwiebel, die nehme ich auch mit, die gibt Vitamine. Auch wenn es ein bisschen komisch ist, in eine rohe Zwiebel reinzubeißen. Oh Gott, der Arme, der schnauft aber ordentlich. Ja, ist noch ein gutes Stück, aber egal. Und dann gehen wir da hoch. Zur Höhle muss ich jetzt erstmal nicht unbedingt. Blei haben wir ja und... Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wohin damit mit dem Zeug. Wir werden uns erstmal im Winter mit den Extraktoren beschäftigen. Extrahierern, nicht Extraktoren. Oh mein Gott. Ich finde das irgendwie witzig, mit dieser Rumpelkarre hier rumzufahren. Sind wir hier schon? Nee. Hier ist... Ups, hier ist Felsen. Das heißt, wir müssten gleich da sein. Ja, hier sind wir. Bin ich mal gespannt. Ich habe es leider vergessen, was hier war. Komm schon, lauf, Forrest. Entschuldigung. Nein, wir haben hier Aluminium. Was? Hier ist Aluminium? Oh nein. Wieso ist hier Aluminium? Habe ich mich vertan. Da habe ich mich echt vertan. War ich hier schon Aluminium holen? Ja, kann eigentlich gar nicht sein. Nee, ich habe Aluminium woanders hergeholt. Aber wo? Ich meine, ich nehme das jetzt mit. So schlimm ist es nicht.
So, jetzt haben wir vier. Eigentlich bräuchte man noch einen fünften. Bei der einen Fläche habe ich ja sechs Stück bekommen. Deswegen konnte ich ja die zwei Trinkflaschen machen. Das war mega cool. Ja, und hier ist auch noch eine. Okay, damit haben wir schon mal Aluminium für ein halbes Windrad. Die sind alle nicht mehr auf der Fläche. So, jetzt gucken wir mal, wo wir lang müssen. Noch eine Melone. Boah, hier ist echt jetzt gerade viel. In den Wagen. Und ein Schweinchen. Bin ich überhaupt noch in der richtigen Richtung? Nee. Ah, ist immer schwierig. Stimmt, wir müssen an der Gurke vorbei. Oh nein, wir müssen ja hoch. Gehe ich doch mal da lang. Schweinchen kann ich jetzt leider nicht mitnehmen. Dazu verdirbt mir das Fleisch zu schnell. Ja, wir sind richtig. Ja, da müssen wir lang, okay. Lehm könnte ich eigentlich auch gleich noch mitnehmen, aber davon brauche ich ja nur noch 20. Aber hier unten ist genug Lehm, okay. Und dann gucke ich mal mit dem... Warte mal. Wir gucken erst mit den Fischen. Naja, ist leider auch ein bisschen im Schatten. Aber ich habe ja jetzt die Lampe. So, einen kleinen Moment mal. So. Sorry, ich habe irgendwie ein bisschen viel aufgenommen. Ein bisschen Frosch im Hals. Ah ja, steht da. Ich wollte schon sagen. Na gut, so groß ist der Tümpel jetzt aber auch nicht. War schwierig, die Fische zu erwischen. Na komm schon. Okay, den haben wir schon mal. Kurz Luft holen. Und wieder runter. Ein Thunfisch, den möchte ich. Und wir haben ihn. Den haben wir auch. So, die mache ich mal hier rein. Die lasse ich auch ganz, damit die nicht so schnell verderben. Ist natürlich ein bisschen schwierig, das heißt, wir müssen wirklich voll machen hier. Aber egal, damit haben wir dann hoffentlich genug für den Winter. So, hier ist jetzt erstmal nichts. Die kleinen werde ich nicht mitnehmen, die lohnen sich nicht. Aber du lohnst dich. Huch, dich habe ich gar nicht erwischt. Verdammt. Oh Mann. Einer. Zwei. Thunfisch hätte ich gerne noch. Wobei die Forelle natürlich eigentlich mehr Platz lässt in der Kiste. Vielleicht sollte ich nur Forellen mitnehmen. Naja, euch nehme ich nicht mit. Ihr seid einfach zu klein. So, nehme ich auch noch mit. Kurz in den Wagen parken. Naja, gut, dann haben wir noch einen Thunfisch. Wie, der passt jetzt nicht mehr rein? Doch, ich wollte schon sagen. Okay, damit haben wir 3 Fisch, 6 Fisch, 10 Fisch. 14 Fisch. Ist nicht doll. Wir haben
4 Tage Winter. Ja gut, es wird vielleicht auch noch das eine oder andere Schwein vorbeikommen, wenn man Glück hat. Aber ich mache die zweite Kiste natürlich auch noch voll. Ich denke, vom Kobalt nehmen wir ja auch nur 5 mit. Huch, komm schon. Man piekst ja immer irgendwie wie so ein Blödmann, finde ich. Morelle, komm zu mir. Ah, es dürfte ein Karpfen sein. Ein Thunfisch meine ich. Komm schon. Hm. 10 Jahre später. Die aber auch echt flink gemacht. Manchmal geht es total einfach und manchmal, naja, ihr seht es ja selber. Und den will ich noch. So. Ja, sehr schön. Haben wir nochmal. So, dann packe ich den doch mal dahin. Lässt sich besser zählen. 10, 14, 18, 20. 20 Fisch haben wir 5 pro Tag. Das ist eigentlich in Ordnung. Aber ich werde trotzdem, glaube ich, noch welchen mitnehmen. Lieber zu viel als zu wenig. Ah, jetzt haben wir hier nur die kleinen. Nee, da ist noch was. Nee, der ist auch klein. Aber die hier. Komm schon. Komm schon, Forelle. Du möchtest doch auch ins Warme. Der Winter kommt, dann kannst du hier wieder nicht an die frische Luft. Ja, sehr gut. Dass hier so viel kleiner sind, finde ich auch süß. Die nehme ich noch. Naja, oder auch nicht. Boah, wo ist er denn jetzt? Schon wieder verschwunden. Da. 2. Und die noch. Dann dürfte der Speer eigentlich auch fast kaputt sein. Nee, der hält noch. So, also für Essen ist auf jeden Fall schon mal gesorgt. Zumindest was das Fleisch angeht. So. Vier Forellen. Eine kann hier noch rüber. Nee, kann sie nicht. So, dann haben wir 20. Ja. Sieben. Ah, ich muss noch mal rechnen. Was? Ich möchte halt auch nicht verhungern, ne? Ist ja klar. Nee, wir verhungern nicht. Wir haben hier 14 mal Forelle, 6 mal Thunfisch, das sind 20. Und hier haben wir noch mal 8 mal Forelle, das sind 28. 2 Trockengestelle. 4, 5 Trockengestelle wären das. Das reicht eigentlich völlig aus. Aber bis man natürlich wieder hier hinkommt, dauert ja auch immer eine Weile. Wir haben auf dem einen Trockengestell noch ein bisschen Wildschwein. Nehme ich dich jetzt noch mit? Der Speer kaputt ist.
Jetzt ist der Sperr kaputt. Okay, jetzt können wir zurück. Nee, wir können natürlich nicht zurück. Wir brauchen ja Kobalt. So, und ich brauche unbedingt ein bisschen Lehm für die Ziegel. Ja, jetzt muss ich aber darauf achten, dass die Spitzhacke nicht kaputt geht. So, hier haben wir schon mal 10. Können wir nämlich gleich neue Ziegel machen und damit haben wir dann schon mal für den Ziegelofen zumindest die Ziegel fertig. Dann geht es nur noch ums Eisenschmelzen, aber das kann man eben auch im Winter. Na, komm schon. So, Steine nehme ich nicht mit. Aber ich hoffe, dass hier Kobalt ist. Wir brauchen 2 Barren. Ich habe vergessen, wofür. Mit der Axt wird es auch nichts. Nein, wir haben Kupfer. Cheater. Okay, dann müssen wir weiterreisen. Aber Kupfer nehme ich trotzdem mit. Ah, oh Mist, wo ist denn dann Kobalt? Ich weiß, es gibt eine Karte. Nee, Stein. Huch, ich will die Steine nicht. 2. Kupfer können wir auch gebrauchen, natürlich für Nägel. Aber, oh Mann, ich brauche Kobalt. Ach, Kobalt brauchen wir für die Kreissäge. Mal gleich mal schauen. Dann haben wir 3. Der steht auch noch auf der Fläche, sehr gut. Ja, Kobalt. Ich glaube, auf der anderen Fläche war dann nicht Kobalt. Das war bestimmt auch Aluminium. Ich glaube, ich schaue mir gerade gleich nochmal eine Karte an. So, dann haben wir 4. Ist alles Lehm? Hier haben wir noch. Nee, haben wir nicht. Eigentlich sind doch hier immer 5 Steine mindestens. Nee, der ist außerhalb. Kavum. Ja gut, nutzt nichts. Ich muss mal auf die Karte schauen. Ist die Frage, ob hier Kobalt ist oder hier oben. Kleinen Moment mal. Schauen wir mal gerade die Infected-Karte an. Die muss ja irgendwo sein. Schauen, wo ich die abgespeichert habe. Okay, auf meiner Karte. Hier oben oder hier unten? Ist also egal, wo wir lang gehen. Der Weg ist, glaube ich, relativ gleich. Oh, ist das blöd. Nutzt nichts, müssen wir hin. Ich habe natürlich kein Fleisch mitgenommen. Und die Packs habe ich auch nicht mitgenommen. Weil das konnte ich echt nicht wissen, das war. Oder dass ich hier mich vertue mit dem Kobalt. So, sind wir noch richtig? Ne, wir sind überhaupt nicht richtig. Wir müssen hinter den Berg. Da komme ich hier nicht hoch. Das heißt, wir machen hier einen kleinen Bogen. Achtung, kleiner Bogen ist gut. Komme ich hier überhaupt hoch mit dem Wagen? Nee, das will ich gar nicht ausprobieren.
Ja, komm mal hier hoch. Nee. Nee, das will ich auch nicht ausprobieren. Naja, bleibe ich da stecken, das wäre auch blöd. So, Zeit, um mal eine Melone zu essen. Denn da vorne wächst schon wieder die nächste. 11 Minuten. Nächste. Wasser haben wir ja genug mit. Zwiebel ist noch ein bisschen haltbar. Sehr gut. Proteine werden uns bald fehlen. Ja. Egal. Na, jetzt erstmal durchs Gebirge krabbeln. Ja, ich bin immer noch falsch. Hier muss ich runter. Das heißt, wir müssen erstmal hier hoch und uns dann so ein bisschen rechts halten. Ich hoffe, ich komme hier überhaupt runter den Berg. Naja, da werde ich schon kommen. Frage ist nur, wie. Egal, wir gehen hier ganz vorsichtig auf den glitschigen. Ich habe keine Schiene mit. Aber es geht. Es war ja auch mal ein bisschen verrückt, ohne Schiene loszulaufen. Bei meinem Glück. Müssen wir jetzt hier noch mal hoch? Nee, wir sind richtig. Den Grad haben wir noch draußen, das geht natürlich. Weil, ja, ich habe vergessen, dass die Kohle im Gewächshaus anzuzünden. Deswegen bin ich ganz froh, dass es doch noch so warm ist. So, jetzt muss hier aber irgendwo die Fläche sein. Hier kommen wir direkt drauf zu. Zeit für die Extrahierer. So, jetzt hoffe ich, dass hier auch wirklich Kobalt drin ist. Und. Ja, Kobalt. Puh, das war Nummer 1. Wir nehmen aber alle mit. Alle 5, wenn es geht. Also, falls hier 5 sind. Ach, guck mal, hier ist ja auch noch Wasser. Boah, wie das staubt. Huch, da ist irgendwas weggeflogen. So, das dürfte außerhalb sein. Hier dürfte noch was drin sein. Ein kleiner Stein, das habe ich auch noch nie gesehen. Was? Spitzhacke kaputt? Ja. Okay, ein kleiner Stein, den habe ich doch gerade aufgesammelt, oder nicht? Jawohl. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch einen Stock. Hier ist einer. Und verdammt, ich brauche hier die Teile. So. Spitzhacke, ein Stock. Okay, eine Steinklinge und zwei Pflanzenfasern. Dann machen wir das mal schnell. Hoch. Komm hier mal raus. Ja, schön, die können schon mal weg. Und damit haben wir wieder die Spitzhacke.
sehr schön. So, damit haben wir 5 Stück. Vielleicht gibt es ja noch einen 6. Mal gucken. Sieht eigentlich gut aus. So, 6 Stück. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich glaube nämlich, dass wir fürs Windrad auch brauchen. Nee. Ist da noch einer auf der Fläche? Könnte sein. Sieht aus wie ein doppelter Stein. Vielleicht kommen da 2 Steine raus. Ja, einer zumindest. Ja, einer. Aber egal, wir haben 7 Stück. Finde ich echt gut. Oh, hier ist keiner mehr. Na, und die sind alle nicht mehr auf der Fläche. Hier ist eine kleine Melone. Die schnappe ich mir mal. Ne, das war's. Können wir erstmal zurückgehen? Ja, zurück. Ja, gehen wir am Wasser lang. Ich glaube, das ist besser, als nochmal hier durchs Gebirge zu latschen. Da war schon wieder eine Zwiebel. Aber ich sehe schon aus wie eine Zwiebel. Vor allem ohne Zahnbürste so viel Zwiebeln zu essen. Oh. So, wir sind am Meer. Und jetzt müsste ich eigentlich da lang. Ach, guck an. Ah, hier ist schon wieder eine Melone. Stell ich mal hin. Haben wir denn noch Platz? Die ist noch 8 Minuten haltbar. Die esse ich mal. Nee, hier passt leider nichts rein. Hier passt auch keine Melone rein. Warte mal, wenn ich die... Nee, es tut nichts. Guck mal, was ich hier mitnehmen kann. Oh, beide. Beide Hälften. So, sind wir jetzt richtig? Ja. Nee, hier ist noch eine Melone. Ey, das gibt's doch gar nicht. So kurz vorm Winter, weißt du, findest du alles. Dann essen wir doch hier nochmal was. So, die kommen nach oben und die packe ich mal hier hin. Da haben wir zumindest Kohlenhydrate, Vitamine und den Wasserhaushalt schon mal voll. Oh, ich hasse das, wenn der sich dreht. So, jetzt müssen wir hier wieder einen Umweg machen. Aber nicht so schlimm. Ja, das muss ich mir merken, dass das Kobalt doch nicht an der Stelle ist, wo ich dachte. Ich hoffe, ich suche nicht nochmal. Wäre ärgerlich, wenn ich dann mit den Extrahierer hinlaufe. Wenn der denn irgendwann mal fertig ist. Oh, keine Ausdauer mehr. Noch eine Zwiebel. Unglaublich, wie viele Zwiebeln es gibt. Erst habe ich gar keine gefunden und jetzt finde ich andauernd Zwiebeln. Das ist ein bisschen schräg. Noch eine Melone. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber es funktioniert. Mal, wie der Stein hier liegt. Ah, das finde ich schon cool. Also ich freue mich auch echt mal, so eine schöne Ecke zu haben, die so, ja, die eigentlich noch nicht so richtig erkundet worden ist. So, da vorne sind wir dann bald. Der Wagen ist auch noch da. Ausdauer will ich gerade noch mal sammeln. Tja, das war das Aluminium. Nee,
Doch, das war das Aluminium. Klar, das andere war Kupfer. Kartoffeln, kann ich die noch mitnehmen? Ja, geht. Weil Kartoffeln halten sich nun mittlerweile echt lange. Ist noch eine kleine Melone, aber dafür werde ich keinen Platz mehr haben. Nee, aber Kartoffeln könnten wir noch aufnehmen. Da lang. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch um die Landzunge herum und dann sind wir schon zu Hause. Dann könnte ich eigentlich noch mal Fruchtsalat machen. Ich noch ein paar Dosen habe. Ja, ein bisschen ärgerlich ist es ja eigentlich schon mit den Aluminiumdosen. Ich habe ja nicht alle mitgenommen, weil wegen Platzmangel. Hätte ich gewusst, dass das Fruchtmus und der Gemüsesalat so lange haltbar sind. Boah, hätte ich alles eingesammelt. Ich dachte mir nur, ohne Kühlschrank brauchen wir gar nicht so viel horten. Im Prinzip braucht man ja den Kühlschrank dann gar nicht mehr so dringend. Zumindest nicht mehr für die Fruchtsachen, sondern nur noch fürs Fleisch, damit es nicht verdirbt. Fleischeintopf. Da sind wir schon. Fisch und Fleisch natürlich. Aber wenn die jetzt hier 18 Tage haltbar sind. Oder 18 Stunden, dann ist das doch echt nichts. So, wir haben noch 16 Grad, da freue ich mich drüber. Also am Abend muss ich unbedingt den Ofen im Gewächshaus anzünden. Ja, und ich bin auch mal gespannt, ob das Meer gefrieren wird im Winter. So, wir sind da. Dann mal gucken. Oh, guck mal, 21 Stunden noch. Das ist so lang. Also, das ist richtig toll. Was mache ich denn aber jetzt mit dem ganzen Zeug hier? Ich bräuchte eigentlich eine extra Kiste für die. Ach komm, das machen wir hier in die Tüdelkiste rein. Ja, die können auch in die Tüdelkiste. Die lasse ich mal hier. So, dann haben wir noch eine Zwiebel, die ist noch 1,5 Stunden haltbar. Ja, nur noch 2 Dosen. Das heißt also, Kartoffeln können rüber. Zwiebel kann auch rüber. Der kann auch rüber. Die Flasche kann eigentlich. Immer eine kann schon. Oder 1,5 können eigentlich weg. So, die kann man ja bei Reisen mitnehmen. Ach so, mache ich die überhaupt hier rein? Mache ich, glaube ich, in die andere Kiste rein. Na komm schon. Nee, eine nur. Dann mache ich nämlich noch mal Obstsalat. So, dann haben wir noch mal oder 22 Stunden sind es ja sogar. Also darüber kann ich mich echt nicht beklagen. Proteinmangel haben wir auch. Das heißt, ich gucke mal, ob hier schon mal ein Fleisch trocken ist. Jawohl. Eins müsste ausreichen erstmal. Ja, und jetzt haben wir natürlich viel Salate. Was gar nicht mal so schlecht ist. So, und die können wir so essen. Die mache ich mal nach unten. Nach unten. Jawohl.
Ah, Moment mal, hier ist noch eine Melone. Ah, die ist auch gar nicht mehr so lange haltbar. Dann pushen wir mal unsere Werte. Wäre ja schade drum, wenn es verdirbt. So. Haben wir nämlich noch zweimal Fruchtsalat. Also 6 Dosen haben wir jetzt und ordentlich Fisch. Nee, komm hier runter. Und eigentlich könnte ich auch noch mal Kartoffeln ernten. Die Brötchen sind auch fast hinüber. Warte mal, ich nehme mal eine Wasserflasche mit. Oder auch nicht. So. Jetzt aber. Dann ernte ich nämlich einfach noch mal hier ein paar Kartoffeln. Gemüsesalat können wir ja leider nicht machen. Das funktioniert nicht. So, machen wir nochmal Wasser hinzu. Ja, mehr kann ich einfach nicht tun. Kohle sparen wir noch ein paar Stunden. Ach, hier ist ja noch eine Melone. Oh, Melonen über Melonen. So, die sind auch noch mal 12 Stunden haltbar. Das heißt, wir haben auch noch Kohlenhydrate. Melone packe ich auch rüber, die kommt hier hin. Das heißt, wir sind eigentlich für den Winter echt gut ausgerüstet. So, die kommen raus. Genau, das ist die normale Fischkiste. Die packe ich mal hier hin. Und die können wir auch noch ausräumen. Ja, die Forelle muss drin bleiben. Ich könnte natürlich noch was aufs Trockengestell packen. Dann ist das auch haltbar. Vielleicht mache ich das auch 4 Fische, denke ich mal. Oder 5. Beziehungsweise 6 natürlich. Sind ja immer 2. Nee, ich mache das mal anders. Ich nehme mal den Thunfisch, dann sparen wir nämlich an der Kiste. So, und den. Dann haben wir nämlich 6 Fisch. Die packe ich mir aufs Trockengestell. Das könnte ich eigentlich abmachen. Könnte draußen das Trockengestell fast schon weg, aber ich lasse es natürlich noch. Der Waschbär dürfte eigentlich auch nicht hier rüberkommen, aber weiß man natürlich immer nicht. So, den mache ich nach draußen. Und das Fleisch kommt hier erstmal in die Kiste rein zum Essen. Boah, sieht doch schon mal gut aus. Damit haben wir hier ordentlich Fisch. So, dann sind sie wie die Hühner auf der Stange. Sieht gut aus, gefällt mir. Und ich freue mich voll, dass der so lange haltbar ist. Fleisch natürlich auch, ist auch noch mega lange haltbar. Das heißt, wir werden auf keinen Fall verhungern. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, ob ich die Kiste lieber reinholen sollte. Aber ich glaube, das sollte egal sein. So, wir müssen hier schmelzen, schmelzen, schmelzen. Für den großen Ziegelofen und natürlich für die ganzen Sachen wie Kreissäge und so weiter und so fort. Das machen wir aber weiter in der nächsten Folge und es ist schon wieder länger geworden. Ja, was soll ich dazu sagen? Mich andauernd entschuldigen ist natürlich auch blöd. Ich hoffe, es stört euch nicht. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.